Moin Leute, ihr habt euch ja den zweiten Teil von Phasophobia gewünscht mit Elias. Der wird jetzt auch kommen. Leider kann Till bisher noch nicht mitspielen. Deswegen machen wir jetzt die zweite Folge erstmal alleine. Und den nächsten ho kommt er hoffentlich auch. Er spielt er hoffentlich auch mit uns mit. Wir werden jetzt erstmal beginnen, auf der Map Tanglewood zu spielen. Und ja, wir sehen, also ich sehe überhaupt nicht mehr durch, weil jetzt auch neue Updates rausgekommen sind und Elias muss mir ein paar Sachen noch erklären, die jetzt vielleicht neu sind. Die er vielleicht auch noch nicht weiß. Ja, ich weiß genauso viel wie du. Alles Klärchen, wollen wir mal anfangen, wa? Ja. Oder lass mal los. Schlüssel hast du? Nee, ne? Ne. Wie immer. So, warte mal, was konnte das Ding nochmal? Paranormale. Ach, ist egal. Jo, das Ding hat mir schon was angezeigt. Als ob, Alter. Okay. Immer 5. Das kann man schon mal eintragen. Der Geist heißt Patricia Davis. Jetzt hat man nicht auch andere Farben. Aus irgendeinem Grund. Der war übrigens gerade eben schon auf 8, ganz, ganz kurz. Jo. Ist das hier Und? der Raum? Ja, ne? Ja, es sind Bubbles. Okay. Ach, wirklich? Bubbles. Ja, es sind Orbs. Das geht sehr schnell. Die nutzen wir jetzt auch mal. Ich weiß zwar noch nicht, was der so genau macht. Wir werden sehen. Ich glaube, der macht Fotos, kann das sein? Ja, er macht. Oder? Irgendwas nimmt er auf. Also Fingerabdrücke sind wahrscheinlich nicht. Warum? Ich zünd an. Zum anderen Ding. Warte, geh mal runter. Sneak mal. Dann mach ich. Halt runter, das Ding. Einmal mit Profis arbeiten. Was machst du denn da? Warte, halt still! Sonst geht die Flamme aus! Gib mal her, das Ding, Junge. Oh, Junge. Ich fang jetzt an. Bleib du mal. Hallo. Halt fest. Ja. Jetzt zünd ihn mal an da. Der macht nichts. Oh, das Radio ist an. Wo ist das Radio? Oh, ist das laut. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Was machen wir jetzt? Also das Radio können wir noch benutzen. Und. Ja, ey, das andere Radio müssen wir Okay, auf jeden Fall ausmachen. wir müssen jetzt mal abwarten, der ist gerade auf 10. Er hat die Kerze ausgepustet. Perfekt. Entkommen Sie dem Geist während einer Jagd. Heißt, entkommen Sie sich verstecken? Freunde, macht euch eine Sache bewusst, die Angst kann einer der größten Faktoren in eurem Leben sein, die euch hindern am Vorwärtskommen. Und wir wollen alle vorwärtskommen. Wir wollen erfolgreich sein. Wir wollen nach vorne. Wir wollen was reißen auf dieser Welt. Gerne. Ja, ich glaube schon. Okay, Radio können wir benutzen und dann können wir ihn eigentlich schon triggern. Eigentlich. Weil er schreit das Achso, gleich es waren an. übrigens Gefriertemperaturen. Ich habe meinen Atem gesehen. Achso, okay. Ja, dann müssen wir nur noch ihn triggern. Geist, Geist, kannst du uns angreifen? Davis? Patricia Davis. Ich glaube, es geht nicht aus. Ich hab den PC einfach angemacht. Patricia Davis. Das ist schon Windows 10. Patricia Davis. Kannst du uns hören? Greif uns an. Wir sind hier, Patricia Davis. 1 Minute, 37 Sekunden später. Patricia? Patricia Davis. Eine Ewigkeit später. Jetzt direkt vor uns spawnen auch. Okay. Sie handelt. Das ist ja zu easy, Alter. Komm uns holen. Wie denn? Soll ich die Tür aufmachen oder was? Kannst vergessen. Wenn du sie fotografierst, verschwindet sie.
Oh mein Gott. Hast du die Tür aufgemacht? Nein, hast du sie aufgemacht? Nee, ich hab sie gerade irgendwie zugemacht. Die hat die Tür aufgemacht. Oh! Sei leise. Oh mein Gott! Die steht direkt vor uns, die will uns. Nee, ist schon vorbei, oder? Ja, ist schon vorbei. Oh mein Gott, okay. Hab ich mich erschrocken, Junge. Ab zum Truck. Zweimal. Alter, wir haben alles erledigt. Perfekt, okay, jetzt. Hast du eingetragen, ja, ne? Ja, aber wir haben halt kein Foto, kein Nix, ne? Naja, sonst haben wir alles, ne? Ja, wollen wir los? Jo. Alter. Easy. Easy. So Leute, wir sind jetzt im zweiten One und genau, wir sind jetzt auch Profi. Der Typ heißt Joseph Robinson. Jetzt sind hier wieder die Ziele. Ich glaube, das sind fast die gleichen. Dann setzen wir mal die Kopfkamera auf und dann geht's los. Das ist ein Knochen. Ah, das ist ja, das kann man, ne? Ja. Okay. So. Hier haben wir vier. Alter, hab ich mir. Der ist hier drin. Okay, ich werf mal alles hin. Hier drin ist auch kein Schrank, glaube ich. Okay, wir holen mal andere Sachen, ne? Würde ich mal sagen. Hier. So, nimm mal hier die Fotokamera. 6. Fingerabdruck nehme ich auch mit. Taschenlampe. Ey, lassen Sie ein Teammitglied Zeuger eines Geister-Events? Hast du einen Geist gesehen? Vielleicht hat er irgendwas hin und her geworfen, wir haben es nicht gesehen. Willst du mal sprechen? Jo. Ein Zeichen. Geh mal in die Küche und sprich da und auf dem Flur auch nochmal. Also, er hat nicht geantwortet. Überall nicht. Okay, was machen wir jetzt? Das ist die Frage. Haben wir schon Beweis? Nein, ne? Nein. Okay, EMF will ich nochmal hin und her gehen und gucken, ob er irgendwo reagiert. Fingerabdrucklampe kann ich auch mal nachgucken. Ich glaube, wir müssen mal das EMF hier. Ja, ich glaube, wir müssen überall nochmal nachgucken, sicherheitshalber. Kannst du sagen, was er will, Fritz? Was? Fritz? Ja? Der ist dort drinnen, safe. Alter. Oh, Mann. Oh Gott. Du, der ist hier drinne. Kannst du sagen, was du willst? Okay, weil ich wollte das Buch hinwerfen noch. Mach ein Foto vom dreckigen Wasser, bitte. Okay. Ein paar Sekunden später.
Tür zu. Raus hier, raus hier. Nicht im Ernst, Alter. Digga, und das war bei mir letztens nur noch. Und dann hat die gesungen noch nebenbei. Wenn die einmal handelt, müssen wir sofort raus. Mindestens einmal. Alter. Sofort wieder auf 10. Meine Insanity. Meine Insanity. Nimm schnell so eine Pille. Funktioniert das nicht? Ja. Oh, Alter. Schreck des Todes, Mann. Nicht alle aufschnüffeln, Digga. Hier, komm, wir gehen jetzt ganz schnell gucken, ob die ein Buch eingetragen hat. Okay, soll ich irgendwas mitnehmen? Du musst die Videokamera holen. Die Videokamera? Ja, vom Nebenraum. Ach, ist die auch drin? Oh mein Gott, Alter. Im Bad rein. Was war das? Wenn die Hand direkt verstecken. Ja. Komm mal her hier. Ja? Dann gib die mir mal. Warte. Wir tauschen jetzt. Die hat die Tür zugemacht. Digga, ich hab den nur noch gehört. Da ist der! Oh mein Gott! Hä, ist der. Wollte der gerade eben handeln? Nee, ne? Ich hab die Tür zumachen, ich hab sie wieder aufgemacht. Hä? So viel zu. Das ist einer der krassesten Runden, Digga. Ja, so viel zu, Kruzifix, da kann er nicht spawnen. Alter. Okay, hast du die Kamera reingelegt? Ja. Während einer Jagd ein Geist mehr. Räucherstäbchen müssen wir ihn verjagen. Den Räucherstäbchen. Ja, komm. Verjagen ihn. Oh. Oh mein Gott. Digga, das ist schon nicht mehr lustig, Fritz. Oh mein Gott, Alter. Hast du ihn gesehen? Nee, ne? Nee, Gänsehaut am ganzen Körper gerade bei mir. Alter. Okay. Was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir ihn zum Handeln bekommen, ne? Und jetzt, denn? Ihn verjagen, stand da irgendwie. Verjagen mit einem Räucherstäbchen. Okay, pass auf. Ich geh raus, du tust ihn zum Handeln bringen und ich guck, was es für einer ist. Also guck, gehst du rein zum Van. Ich schau die Kamera. Kannst du mir auch sagen, wie der heißt? Josef Robeson. Okay. Ja, Robeson. Nicht den Ernst, oh mein Gott. Das ist jetzt vorbei. Das war zu viel, Alter. Das war zu viel. Es ist der mit der Keule. Okay. Alter, der. Ich sag, du, das ist im Bad. Der ist die ganze Zeit zum Bad gerannt. Der hat fünfmal die Tür aufgemacht, gefühlt. Junge. Der hat so oft die Tür aufgemacht, Mann. Okay. Ich hab noch einen Start. Einmal rein. Drei. Wie alt bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Nix erkannt. Okay. Oh mein Gott, Alter. Jetzt stehe ich selbst auf dem Fragezeichen. Ja, das ist wirklich. Gesprochen hat er nicht. No. Jetzt gar auf 8. Okay. Was ist jetzt dein Plan? Einfach nur zur Bespaßung musst du jetzt mal in den Schrank gehen. Dich verstecken. Viel Glück.
Er hantet. Okay, jetzt können wir uns Spaß machen. Ja, er ist gerade auf, ja, geht jetzt gerade wieder runter auf 4. Wallah, ich schwöre, nix lustig. Ja, ich glaube, wir können jetzt auch nur noch raten. Mir passiert ja nicht mehr viel. Fingerabdrücke? Waren Fingerabdrücke? Ja, ich glaube schon. Geisterop würde ich auch ja, nehmen. Ja, jetzt war voll. Jetzt war voll. Aber geht nicht. Ich wäre eindeutig für einen Dämon. EMF5, Fingerabdrücke und Geisterbuch. Also es war EMF5. Fingerabdrücke weiß ich nicht. Hat er gebucht? Was ich weiß, es halt, auch, ich weiß es halt auch nicht, ja. Das ist alles sehr... Wollen wir noch reingehen, oder? Wir könnten auf Gefriertemperaturen gehen, Benji. Nee, ja. Gefriertemperaturen waren nicht. Okay. Ja, sonst müssen wir... Oh. Ey, Fritz! Ja. Am besten, wenn du drinne bist. Nicht labern. Der okay. Wird direkt aktiv. Okay, gut. Geisterbuch? Okay, hat gebucht. Perfekt. Also jetzt haben wir noch diese eine Beweis halt, Fingerabdrücke oder was anderes. Es könnte ein Revenant sein, ein Shade, ein Oni. Ja. Geisterbox. Geisterbox ist halt die Sache, ne? Ich kann mir vorstellen, dass es ein Oni ist. Hast du eine Fingerabdrucklampe? Nee. Ich würde sagen, das ist ein Oni, aber... Sag Adresse, sag Adresse. Hallo. Adresse. Ach nein. No. Ich hab nur 6%. Okay. Also, was nehme ich jetzt? Oh nee, ich glaube, ich nehme jetzt einen Uni. Okay. Ja, hol ab. Das kann nicht wahr sein, Alter. Ich hab recht gehabt. Es ist wirklich ein Oni. Fritz? Ja? Ich hatte gar keine Chance, Digga. Ich hab's leider nicht auf Kamera halt. Du bist... Ja, ich hab ihn noch abfotografiert versucht, aber also ich, war zu spät. Ich bin zum Schrank gerannt. Was hast du gemacht? Ja, ich hab mich da im Bad versteckt. Scheiße. So schnell konnte ich gar nicht mehr schalten. Aber ich hatte recht gehabt, welcher Geist es war. Es war wirklich ein Oni. Alter. Schade. Hast du Oni genommen? Ja, hab ich. Das war wirklich sehr viel Glück.